Hashem Safieddin galt als potenzieller Nachfolger des getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah. Jetzt hat Israel den Tod des ranghohen Funktionärs bestätigt. Safieddin wurde nach israelischen Armeeangaben Anfang Oktober bei einem Angriff in einem Vorort von Beirut getötet. Auch der Chef des Hisbollah-Nachrichtendienstes und weitere Kommandeure der Miliz seien unter den Opfern. Die Hisbollah hatte nach eigenen Angaben am 4. Oktober die Verbindung zu Safieddin verloren. Safieddin war ein Cousin von Hisbollah-Anführer Nasrallah, der Ende September bei einem israelischen Angriff getötet wurde. Als führendes Mitglied des Hisbollah-Schura-Rates galt er als wahrscheinlichster Kandidat für die Nachfolge von Nasrallah an der Spitze der vom Iran unterstützten Miliz. Safieddin pflegte enge private und religiöse Verbindungen zum Iran. In der heiligen iranischen Stadt Qom absolvierte er ein Islamstudium. Sein Sohn ist mit der Tochter des iranischen Generals Qasem Soleimani verheiratet, der 2020 bei einem US-Luftangriff im Irak getötet wurde. Die USA und Saudi-Arabien stuften Safieddin 2017 als gesuchten Terroristen ein.